Hallo und herzlich willkommen zur LS19 Challenge auf dem Zweisternhof mit dem Mikado und dem Tiger Farm, der Tiger Farm. Hallo. Guten Tag. So, wir haben es endlich geschafft. Wir haben einen Lohnunternehmer am Start und natürlich auf einem Daily-Server. Von dem her wird das Ganze jetzt ein bisschen lagfreier für Mikado werden. Ja, ja. Und ja, wir starten halt jetzt richtig durch. Haben einen Lohnunternehmer am Start. Wenn ihr wollt, bewerbt euch bitte. Entweder direkt unter diesem Video oder per E-Mail auf varunamc@gmail.com. Genau. Gut. Wir haben ein Lohnunternehmen jetzt mit dabei. Tiger Farm wird jetzt heute erstmal seinen Hof einrichten, Fahrzeuge kaufen. Und ab der nächsten Folge geht's dann los mit Aufträgen. Ja, ja. Genau. Gut, dann Mikado. Let's fetz. Ja. Weiter geht's. Soll ich denn schon mal unten in meinen Channel gehen oder? Ja, ich komme zu dir runter. Okay. Bis später, Tiger Farm. Jupp. Bis später. So. Ja, jetzt können wir mal loslegen. Ich weiß jetzt gar nicht, womit ich anfangen soll. Ich glaube, ich setze erstmal wieder meinen Helfer ein. Helfer setzt du ein? Ich glaube, ich werde keinen Helfer einsetzen. Ich glaube. Ich setze den Helfer doch nicht ein, weil ich gerade sowieso nichts anderes zu tun hätte. Übrigens hatte ich noch eine Idee. Ja. Dass wir dem. Eigentlich wollte ich den Caravan-Mod mit draufnehmen. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Sagt mir jetzt gerade mal so nichts. Das ist ein Wohnwagen, mit dem man die Nacht überspringen kann und der kostet nur 35.000. Okay. Eigentlich war mein Plan. Also das ist sowas ähnliches wie ein Farmhaus, nur halt in Wohnwagenform oder wie? Genau. Deshalb war eigentlich mein Plan, dass wir zwei dem Lohnunternehmer das Farmhaus geben, damit er die Nacht überspringen kann. Aber dieser Mod funktioniert nicht. Oh, ja, gut. Leider. Ich würde sagen, wir spielen ab jetzt auf Zeitstufe 5 bis 21 Uhr und dann wird die Nacht übersprungen. Okay. Achso, nee, geht ja erstmal nicht. Aber ja, das dauert ja ein paar Folgen, bis wir bei 21 Uhr sind. Ah, okay. Tiger Farm kauft. Ja, man merkt's. Ich bin gerade zickzack gefahren. Warte mal, hat er eigentlich genau dasselbe Startkapital wie wir? Er hat auch 1 Million, ja. Okay. Aber er hat sich jetzt. Nee, der hat sich erstmal Maschinen geholt. So hatte ich es mit ihm abgesprochen, dass er uns dann auch, also von allem ein bisschen was. Damit er uns dann auch unterstützen kann. Okay. Ich hätte theoretisch schon Aufträge für den Lohnunternehmer, aber der startet ja erst nächste Folge. Naja, ich habe schon eine, ich habe jetzt doch eine Idee, was ich machen werde. Und zwar werde ich jetzt einfach mal mir eine Silagezange holen. Ah, ja, stimmt, für die Silage. Ja. Das musst du eigentlich auch noch sagen. Das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Stimmt. Ich habe das im Guten Morgen Livestream mal ausgetestet. Wegen der Silage. Und dort konnte ich mit der Silagegabel die gut verladen. Also da hat sich das Fahrsilo einfach immer weiter geöffnet. Es war da kein Problem mehr. Erlaubt? Ja. Ja, wobei ich 20 MS habe ich. Wahrscheinlich okay. Ja, habe ich jetzt auch wieder. So, Silagezange. Warte mal, war das die? Ne, da. Silage-Schneidzange. Wobei ich sagen muss, die ist halt für den Traktor, die ist halt so klein. Da geht nichts rein.
Ja, 1280 Liter geht da rein. Ja. Guten aber Morgen. Die kostet 3900 Euro, ey. Ja, die kannst du auch mieten, aber wie gesagt, du ja, brauchst halt voll ewig. Also im Livestream. Ja, komm, ich hol mir das. Im Livestream habe ich mir auf der Ammergauer Map ich mir den Radlader mit 5000 Liter Zange geholt. Das ging flott. Okay. Was ich jetzt auch noch bei den Mods gesehen habe, war so ein Silo. So ein Fahrsilo. Was halt ohne diese zwei Wänden neben war. Das sah halt auch ganz cool aus. Was so ein Freisilo, sag ich jetzt mal. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob du das bei manchen Bauernhöfen kennst. Da haben die dann außen einfach gar keine Mauer. Tun die dann einfach so ja, dahin. Ja, ja. Ich erinnere mich. Habe ich schon mal gesehen. Sowas habe ich als Mods gesehen. Der hatte, keine Ahnung, ich glaube, wo ich gesehen habe, hatte der am heutigen Tag irgendwas mit 300 Downloads schon. Das ist schon okay. Aber sowas finde ich halt auch nicht übel. Weil bei uns in den nächsten Bauernhöfen, da gibt es halt auch nur diese Silos. Mhm. Unsere nächsten Bauernhöfe sind nicht so modern. Aber was ich dann immer noch cool finde, ist, dass ich davon immer Milch geschenkt bekomme. Oh, frische, ja, warme Milch, das ist echt lecker. Das haben wir. Hatte ich früher als Kind auch immer. Wir sind immer am Wochenende zum Bauern nebenan gegangen und haben uns dort Milch geholt. Ja. Mit der Kanne rübergegangen. Ja, das ist schon echt cool. Ja, ich habe dann immer mit dem Bauer den Tausch gemacht, eine Kanne Milch gegen ein Bier. So haben wir das immer gemacht. Der Bauer hat die Milch gekriegt und du das Bier? Nein, andersrum. So ist das nun wieder auch nicht. Ich kaufe mir mal noch kurz was. Ja, ja. Aber hoffentlich spawnt das nicht in mir. Nee, nee. Oh, ich merk's. Ja. Ich bin schon durch. Hast du keinen Zugang zu dem Land? Was soll denn das? Ach, ist ja doof. Ja, dann machen wir das halt doch nicht. Der hat sich auch einen Waldra gekauft. Der hat sich auch den. Ne, warte mal, er hat sich einen größeren Waldra gekauft. Also. Ach, scheiße, wie du hast einen größeren Waldra als ich? Naja, er muss als Lohnunternehmer auch was bieten können. Ich meine, er musste ja nicht am Anfang Felder kaufen. Doch, er musste den Hof kaufen. Nein, den Hof muss er kaufen. Hat er den eigentlich schon gekauft? Ich glaube nicht, oder? Nee, noch nicht. Aber er hat da schon Sachen hin transportiert. Also als allererstes würde ich mir immer... Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob er den wirklich kaufen müsste. Also wenn das wirklich so ist, dann haben wir in diesem Livestream da bei der Südhermann echt einen Fehler gemacht. Wegen Hof kaufen? Ja. Naja, um die Silos dort zu nutzen, also wenn er jetzt den Hof kauft, kann er dort schon Schafe anpflanzen. Oder anpflanzen. Die Sachen dort verkaufen, sagen wir mal so. Die Schafe anpflanzen. Ja, meine. Das haben wir früher in Minecraft, das hatte ich auch mal aus Versehen gesagt, da habe ich dann gesagt, ja, hier, wir brauchen mal Kühe, ich gehe mal Kühe anpflanzen. Das habe ich dann auch mal gesagt. Ich muss also sagen, meine Schafe haben schon eine Palette voll produziert. Also ich will jetzt nichts sagen, aber irgendwie klappt das mit der Silagezange nicht. Warum nicht? Oder warte, was für eine Zange soll man denn holen? Sollen wir diese ganz normale Silagezange holen oder... Also soll man jetzt die... Was hast du denn geholt? Ich habe mir die Silage-Schneidzange geholt. Frontlader? Ach, es gibt halt noch die Dungabel. Nee, die Silage-Schneidzange, die müsste gehen. Aber die geht irgendwie nicht. Das öffnet sich hier auch weiter nicht. Wo bist du denn? Ah, da. Komm mal gerade vorbei. Nö. Öffnen sich wirklich nicht. Es ist vielleicht nicht Multiplayer tauglich, aber. Also das wäre schon echt. Kannst du mir mal Lohnunternehmer bei dir geben?
Oder ich könnte auch mal kurz rüberkommen. Geht ja eigentlich. Ja. Lass mich mal da rein. Mhm. Also ich würde mich schon jetzt schon echt, wenn das nur bei mir nicht gehen würde. Ja, hier ist halt auch ein bisschen Silage, aber das lässt sich auch nicht aufsammeln. Ne, das ist komisch. Das ist wirklich irgendwie bisschen seltsam. Wenn ich das jetzt verkaufe, also jetzt meinen jetzt hier den das Silo, wenn ich das jetzt verkaufe, ist dann die Silage auch direkt weg? Das weiß ich nicht. Ich hätte es jetzt behauptet, ja. Weil ich glaube, dann würde ich das einfach machen. Und dann, keine Ahnung, irgendein kleineres oder so jetzt drauf. Warte mal, auf der Dingster Map, da ging das. Auf der Ammergauer Alpen Map, da konnte ich in diesem, da hatte ich das mittlere Fahrsilo. Da konnte ich das mit einer Silagegabel rausholen. Aber das war natürlich kein Multiplayer. Also das könnte noch sein, dass es nicht Multiplayer-tauglich ist. Das wäre aber auch schon echt doof. Dann müssten wir gucken, dass wir irgendwie die BGA starten. Vor allem hätte ich dann übelst mein Geld verschwendet. Ja, nicht nur du. Ich habe ja, vor allem ich habe ja noch viel mehr Silage drin. Ich würde sagen, wir gucken vielleicht mal zwischen den Folgen. Dann kurz, ob wir das Problem gelöst kriegen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, soll ich das jetzt wirklich verkaufen oder soll ich das jetzt nicht da lassen? Das Silo? Ja. Und das ist die große Frage. Ich glaube, ich lasse es erstmal noch da, vielleicht kriegen wir es dann noch irgendwann geregelt, dann ärgere ich mich darüber. Dann tue ich einfach mal hier das ganz normal kleine Silo hier platzieren. Das ist zwar jetzt schon echt, aber dann warte mal. Wie meinst du? Ich habe ja auch Ofen bei meinem Hof. Hab ich ja auch nochmal ganz viel Silage. Ganz viel Gras. Ey, habe ich so ein großes Feld Gras. Das ist schon echt krass. Wo bist du denn? Bei meinem Hof. Da habe ich so ein riesengroßes Feld Gras. Das ist mir gar nicht angezeigt. Ja, hinten dran, ja. Ist halt ein bisschen doof, da müssen wir gucken, ob wir vielleicht dann. Oh, jetzt habe ich aber echt wenig Geld, ey. Ach, hast du dir jetzt schon ein neues Silo gekauft? Ja, ja. Ja, ich will ja jetzt ein bisschen Silage machen, dann. Ja. Dann müssten wir vielleicht gucken, ob wir uns den Silo-Preis wieder gutschreiben oder es ist halt eine Verlustabschreibung. Da haben wir halt Pech gehabt. So, ich muss gleich mal bei den Schafen sauber machen. Wieso kann ich denn das hier nicht anhängen? Ach so. Ja gut, ich hab das hier so. Nein, das möchte ich nicht anhängen, das hier möchte ich anhängen. Also diese Autos, ich muss ja schon sagen, die Autos sind echt nicht schlauer geworden. Oh, hat sich irgendjemand was gekauft? Oh Gott, ey. Ich bin auf dem Ding gewesen. Ja, ich glaube, das war. Doch, ich glaube. Ja. Das Lohnunternehmen muss ich jetzt heute halt relativ viel kaufen. Der hat sich direkt diesen Mod gekauft, den wir da neu haben. Servicewagen. Ja. Der ist auch sinnvoll, also. Das Lohnunternehmen wird sich eigene Preise festlegen, sozusagen. Und dann halt eventuell auch noch anpassen, wenn wir jetzt sagen, nee, das. Wenn seine Leistung nicht genommen wird, weil es zu teuer ist. Dann muss er die senken. Und dann ist klar, dann wird er den Preis wahrscheinlich senken. Dann
muss er den senken. Ansonsten kriegt er das ja nie. Obwohl, er könnte es auch so lassen. Und dann irgendwann später, wenn man das unbedingt braucht, dann muss man das ja annehmen. Na gut, genau. Das wäre dann aber echt fies. Und das wäre dann echt ein bisschen. Ja, nee, ich denke, er wird es relativ human machen. Also er wird da ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis kreieren. Hoffentlich. Denke schon. So, dann sind wir gleich fertig mit Ansehen. Das haben wir gut in der Folge hingekriegt. Stimmt, wie lange haben wir eigentlich noch? 4 Minuten. 4 Minuten, ey. Ja, 20 Minuten gehen ratzfatz um. Aber ich bin froh. Es hat jetzt gut gereicht, um das eine Feld anzusehen. Bei mir ist noch nicht mal das eine Feld angesät. Noch nicht mal zur Hälfte. Okay, aber mit meiner kleinen Sämaschine. Ja. Ja, das sieht bei mir ein bisschen anders aus. Hä, das ist doch doof hier. Warum denn? Ey, der sieht das nicht. Der sieht das nicht. Der mäht das hier irgendwie nicht komplett, weil der ein bisschen vom Boden abgehoben ist. Deswegen mäht er das nicht. Ey, das ist doch doof. Ist doch unfair. Tja. Vor- und Nachteile. Welt ist niemals fair. Boykott am Start. Alles gut. So, wir haben dann gleich unser erstes Feld angesät. Ich bin am Überlegen, was wir hier mitmachen. Und wir müssen gleich auf jeden Fall noch bei den Schafen sauber machen. Die Schafe versorgen. Also ich habe hier schon echt viel zu mähen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht dafür doch mein Lohnunternehmen einsetzen will. Tja, das kannst du ja in der nächsten Folge dann überlegen. Ich guck mal schnell noch nach den Schäfchen. Aber ich weiß nicht, ob ich dem das direkt antun will. Tja. Er kriegt ja auch Geld dafür, gell? Ja. Aber das Schlimme ist, ich habe gerade nur 2000 Euro, also müsste ich dann einen Kredit aufnehmen, um den überhaupt zu bezahlen. Ja, vielleicht sind seine Preise auch günstiger, weiß. Also die Preise werden ja wahrscheinlich, nehme ich mal vielleicht an, so ein Überraschungsanfangspreis. Vielleicht macht er mir ja so einen. Das ist dein Verhandlungsgeschick. Dann würde ich nämlich auch sagen, dass wir ab nächster Folge dann nicht mehr zusammen reden. Im Raum sind. Sondern wir eben getrennt sind, damit du mit dem Lohnunternehmer auch verhandeln kannst. Wieso liegt jetzt hier oben bei meinem Gras Stroh? Ist das ein Bug oder was ist das? Stroh? Ja, einfach mitten in meinem Gras. Komisch. Und ich habe das da nicht hingeschüttet. Es kam dann, nachdem ich da gemäht habe. Dann. Warte mal, ist es da gewesen, wo die rote Fläche war? Warte, wenn du jetzt noch ein bisschen weiter fährst, ist es da? Was? Ist es da, wo du jetzt bist? Nee. Ah, okay, ich dachte, das wäre vielleicht. Das ist, da bei dieser Ecke, wo so ein Hang ist. Also direkt diese Ecke, die Richtung Kalkstation steht. Da an der Ecke ist das. So, das hat schon mal gut funktioniert. War auch nicht anders zu erwarten. Was ich zum Beispiel als Projekt in LS19 auch mal cool fänden würde, wäre so ein Oldtimer-Projekt, wo wir nur alte Maschinen haben. Ja, ich so glaube, alte Traktoren und so. So viel gibt's halt noch nicht. Noch. Die Betonung liegt auf noch. Genau. So, ich würde jetzt mal. Hat er schon einen Hof gekauft? Nee.
Treffen wir uns mal bei der Tankstelle. Oder wir gehen mal hoch zu ihm. Klopf, klopf. Hallo. Hallöchen. So, wir sind. Kommt Mikado noch? Ah ja, da ist er. Ja, ja, musst du noch kurz was. So. Die erste Folge ist fertig. Ich hoffe, du konntest dich etwas einrichten. Ja, ein bisschen. Kannst du dir gerade noch den Hof 1 kaufen oder ist der, übersteigt er dein Kapital? Den kann ich kaufen, ja. Nur damit wir das schon fix haben. Jawohl. So, damit hätten wir das Lohnunternehmen wirklich angesiedelt. Du bist nächste Folge Mikado Place erstmal zugeteilt. Okay. Oder? Mikado? Ja. Außer du hast keinen Bedarf, dann würde ich den. Ja, doch. Wenn es darum geht, dass es mir besser geht, gell, dann hast du keine Lust. Gut. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.